Oft schenken wir ihnen nur wenig Beachtung. Dabei sind sie doch so nützlich. Hecken schützen uns vor Lärm und Staub. Wie auch vor neugierigen Blicken der Nachbarn. Doch damit nicht genug. Eine neue Studie zeigt, Büsche und Sträucher sind auch eine echte Geheimwaffe beim Klimaschutz. Hecken sind multifunktional und fantastische Kohlenstoffspeicher. Die speichern genauso viel Kohlenstoff in der Biomasse und im Humus wie Wälder auf einen Quadratmeter. Mit der Kettensäge rückten die Forscher vom Thünen-Institut den verschiedenen Hecken zu Leibe. Nur so können sie untersuchen, wie leistungsfähig diese als CO2-Speicher sind. Bisher wurden dazu noch nie Daten erhoben. Das Ergebnis überraschte die Forscher völlig. Hecken in der Agrarlandschaft sind hervorragende Klimaschützer. Bessere CO2-Speicher sind nur noch die Moore. In der Biomasse der Hecke, in den Zweigen, in den Ästen, in den Wurzeln und im Humus unter der Hecke, da ist Kohlenstoff gespeichert. Und das ist Kohlenstoff, der als CO2 aus der Atmosphäre stammt und letztendlich dadurch zum Klimaschutz beiträgt. Eine neu angepflanzte Hecke von 720 Metern Länge kann so viel CO2 speichern, wie ein Mensch in Deutschland durchschnittlich in 10 Jahren verbraucht. Doch in den vergangenen 70 Jahren wurde fast die Hälfte aller Hecken beseitigt. Flurbereinigung nannte man das, damit die Landmaschinen immer größer werden konnten. Die Folgen? Leere Landschaften und Monokulturen. Wir haben tausende von Kilometern Hecke verloren eigentlich in der Landschaft. Und wenn man heute in die normal intensiv agrarmäßig genutzten Landschaften reinschaut, dann sieht man, dass einfach alles offen ist. Also gar keine Trennlinie mehr dazwischen ist und dass gar keine Altgrasstreifen mehr vorhanden sind. Und vor allen Dingen fehlen die Hecken. Neben dem Pestizideinsatz auf den Feldern ist die Strukturarmut unserer Landschaft die entscheidende Ursache für das Fortschreiten der Artensterben. Das zeigen aktuelle Studien. Der Artenschwund durch die Vernichtung der Hecken betrifft eigentlich querbeet viele Pflanzenarten, die früher am Saum gewachsen sind, aber auch sehr, sehr viele Tierarten, von den Insekten über die Reptilien, die Zauneidechse zum Beispiel, oder die Amphibien, also auch die Erdkröte findet ja in der Hecke eine Unterkunft und geht hoch bis zu den Vögeln und den Säugetieren. Also wenn man zum Beispiel eine Haselmaus nimmt, die ist ja darauf angewiesen, dass eine Hecke da ist, dass da ein Weißdorn steht, an dem sich ernähren kann, oder ein Haselnussstrauch als Nahrungsgrundlage. Hecken bieten aber nicht nur Nahrung und Lebensraum, gerade für bedrohte Tierarten. Sie schaffen auch sogenannte Wanderkorridore, die verschiedene Biotope in der Agrarlandschaft wieder miteinander verbinden. Viele Arten sterben heute deswegen auch aus, weil sie sich nicht mehr untereinander vernetzen können, weil sie keinen genetischen Austausch mehr hinbekommen und die Einzelpopulationen zu klein werden. Die Hecke ist das Bindeglied zwischen den Einzelpopulationen. Die verbindet die verschiedenen Inseln, die wir in der Landschaft haben. Ja, es gibt schöne positive Beispiele von stark mit Hecken durchzogenen Landschaften, wie zum Beispiel in Vogelsberg. Und dort, wenn man in die Hecken reinschaut, sieht man, dass da auch wesentlich mehr los ist. Da sind verschiedene Grasmückenarten unterwegs, die Goldammer zwitschert. Und oben auf dem einzelnen Baum ist dann auch mal ein Turmfalke zu beobachten. Hecken in Kombination mit Totholz sind ein besonders kostbarer Lebensraum für Insekten und Nützlinge. Und sie schützen darüber hinaus auch noch die Böden. Wo sie wachsen, verdunstet weniger Wasser und es sinkt die Windgeschwindigkeit. So wird weniger Erde verweht. Lange Zeit haben die Landwirte geglaubt, Hecken stören nur, weil sie irgendwo für die Maschinen nicht wirklich gut sind. Sie müssen da drum rumfahren und alles. Aber es gibt immer mehr Landwirte, die sehen, wir brauchen die Hecken. Gerade wenn es wieder trocken wird, wenn wir diese Trockensommer haben, dann profitieren die Landwirte mit höheren Erträgen von den Hecken, weil die Hecken eine kühlende Funktion haben, das Wasser halten und deswegen auch für die Erträge der Landwirtschaft gut sind. Forscher aus Österreich haben genauer untersucht, wie groß die Ertragssteigerung durch das Anpflanzen von Hecken ist. Das Ergebnis? Eine 8 Meter hohe Hecke wirkt sich auf die angrenzenden 80 Meter Anbaufläche aus. Der Ertrag von Winterweizen zum Beispiel ist dort um 9,5% höher
Und bei Sonnenblumen ist es sogar ein Plus von fast 24%. Was aussieht wie Gestrüpp, ist also ein echtes Multitalent. Gleich ob am Feldrand oder im eigenen Garten, Hecken sind perfekte Umweltschützer. Sie verbessern die CO2-Bilanz, bieten Schatten und sehen dazu auch noch wunderschön aus. Mit der Auswahl der richtigen Hecke kann man sogar ganz gezielt Tiere anlocken. Doch leider sind gerade die beliebtesten Gartenhecken ökologisch eher wertlos. Pflanzen, die bei uns nicht heimisch sind, bieten den Tieren keine Nahrung. Das sind zum Beispiel die immergrüne Thuja, die Forsythie und der leicht giftige Kirschlorbeer. Viel besser ist es stattdessen, regionale Hecken zu pflanzen. In den Baumschulen steigt die Nachfrage nach heimischen Wildgehölzen. Vor allem nach denen, die auch Früchte tragen. Generell sind viele Gärten im Moment dabei, auf dem Weg vom reinen Ziergarten zu einem Nutzgarten zu werden. Und das beinhaltet nicht nur Obstbäume oder klassisches Beerenobst, sondern eben auch die ganz vielen verschiedenen Wildgehölze. Und wenn ich sie nicht verarbeiten will, dann kann ich sie immer noch der Natur überlassen. Die Früchte der Wildhecken schmecken nicht nur uns, sondern auch den Tieren. Schwarzer Holunder, gewöhnliche Berberitze oder die Kornelkirsche. Wer möchte da nicht sofort etwas für den Klimaschutz tun?